Ich rufe dann auf den Einzelplan 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Wird aufgerufen zusammen mit den beiden Anträgen, Drucksache 4, Top 54, Antrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend innovative Hochschulen in Hessen, Drucksache 19/5167, wird aufgerufen mit Top 69, Antrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Forschungsförderung in Hessen, Drucksache 19/5461. Die erste Wortmeldung kommt vom Kollegen Grumbach von der SPD. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Redezeit noch 2 Minuten und 25 Sekunden. Ach, entspannt euch. Wir haben ja gestern erlebt, wie der Ministerpräsident im Rausch der Zahlen versunken ist. Dabei hat die Wissenschaft eine Rolle gespielt. Und ich finde, man kann den Rausch der Zahlen der Redezeit zuordnen. Meine Redezeit ist kürzer, für Rausch reicht es nicht, aber für Erdung. Ja, das Land Hessen ist Platz 2 der Hochschulausgaben pro Einwohner. Ja, das Hessen ist Platz 2 der Steigerung der Hochschulausgaben. Aber damit hört das Ja schon auf. Wenn wir nämlich darüber reden, dass wir eines der reichsten Länder Deutschlands sind, stellen wir plötzlich fest, Hessen ist Platz 7 bis 9, weil drei Länder sind auf dem gleichen Punkt bei der Frage Hochschulausgaben pro Bruttoinlandsprodukt. Und wir unterschreiten damit den Stand der Europäischen Gemeinschaft um 0,5%. So, das heißt, dass eines der reichsten Bundesländer leistet sich nicht einmal das, was wir gemeinsam für Europa vereinbart haben. Und spannender wird es noch, wenn wir darüber reden, wie dann die Frage Ausgabe pro Studierenden ist. Wir hatten das hier schon einmal. Da wird dann gesagt, das sind dann ja so viele in Hessen. Ja, aber wir sind auf Platz 12 in Ausgaben pro Studierenden. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Die Landesregierung unterhält eine schöne Seite, die heißt Pro Region oder Regio Pro, Entschuldigung, in der wird gezeigt, wie die Fachkräfte sozusagen in einem Land verteilt sind, ob es da einen Überschuss oder einen Mangel gibt. Und wenn man dort die Frage akademischer Ausbildung in Hessen anschaut, sieht man dort eine Zahl, dass im Land Hessen 3 bis 5% zu wenig Akademiker ausgebildet werden für die Arbeitskräfte, die das Land braucht. Das heißt, die wirtschaftsfreundliche Landesregierung sorgt nicht einmal dafür, dass das Land Hessen in der Lage ist, die Arbeitskräfte auszubilden, die das Land braucht. Ich finde, das ist das Urteil schon gesprochen. Hier ist Mittelmaß zur Hochstapelei erklärt, und ich glaube, das geht so. Zweiter Punkt, den wir gemeinsam regeln müssen, dafür wird die Redezeit nicht reichen, ist die Qualität des Studiums. Wir leisten uns im Durchschnitt in Europa 37 Studierende pro Professor, in Deutschland schlimmstens bestenfalls 55, schlimmstenfalls 99, 99 NRW. Und das Land Hessen ist dann mit 77 ziemlich weit abgeschlagen. Auch dort heißt es, wer Qualität des Studiums will, muss etwas anderes tun, als jedenfalls da weitermachen. Auch dort hat das Land Mittelmaß verkauft unter großen Worten. Alles zusammengefasst. Es gibt zwar das größte Plakat für Kultur und einen netten Werbespot für Cybersicherheit, aber wer sich das einmal genau anschaut, stellt fest, ich zitiere Herrn Kottler als Letztes aus dem Grundlagen des Marketing. Marketing für ein eher unbekanntes Produkt ist immer Werbung, Werbung für die werbende Firma. Herr Kollege, also Sie müssen zum Ende kommen. Sprich die Landesregierung. Wir merken, Sie machen aus Staatsmitteln Wahlkampf. Wir haben es gemerkt. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Grumbach. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Wolff von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sie haben noch 13 Minuten. Gut. Sehr prima. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe eben den Eindruck gehabt, Herr Kollege Grumbach hat ein Wollknäuel hochgeworfen. Dabei ist es verwirrt geworden. Er hat es auf verschiedenen Punkten wieder hochgehoben, die aber keinen Zusammenhang mehr haben. Herr Kollege Grumbach, anzufangen mit der Akademikerquote in einer Diskussion, die wir im Lande haben, dass wir uns eher über die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung auseinandersetzen müssen, in einer Welt, in der wir in Hessen es ermöglicht haben, dass die Durchgänge zwischen
beruflicher und akademischer Bildung fließend geworden sind, dass jedem Menschen die Welt offen geworden ist, um alle Abschlüsse machen zu können und von einer bereits absolvierten Ausbildung auch die entsprechende Weiterbildung draufzusetzen mit den entsprechenden Zertifikaten. Ich glaube, da kann Hessen sich sehen lassen, und mehr als das kann auch als Vorbild dienen. Und dass wir uns von jemandem sagen lassen, der schon die Zeit vor 1999 gut kennt, dass wir angeblich Mittelmaß seien, da muss ich mich schon sehr wundern, Herr Kollege Krumbach. Diese Szene aus oder diese Zeit aus Ihrer Biografie sollten Sie nicht so dem Vergessen anheimstellen lassen, sondern sollen sich erinnern daran, wie es damals gewesen ist. Und dass wir von diesem Standpunkt aus ein derartiges Maß an Exzellenz in Hessen erreicht haben, dass wir es mittlerweile erreicht haben, dass der Doppelhaushalt 2018-19 eine Größenordnung von 6 Milliarden € beträgt und dass darin abgebildet werden Leistungen für Lehre, für Forschung und auch für die Kultur in sehr beachtlichem Maße. Der ignoriert das, was in diesem Land geleistet wird. Und ich denke, meine Damen und Herren, das ist schon sehr beachtlich. Wünscht ihr was, kann man immer noch haben. Das ist kein Problem, das teilen wir. Aber was hier geleistet worden ist, ist von enormer Quantität und Qualität. Drei Stichworte will ich aufgreifen oder drei Kapitel. Das eine ist die Forschung. Ich kann mich noch erinnern an Zeiten, in denen wir fast kein Forschungsinstitut in Hessen hatten, was von überregionaler Bedeutung ist. Meine Damen und Herren, wenn wir uns jetzt anschauen, was zusätzlich in diesem Haushalt gefördert wird an bestehenden Instituten und was angestrebt wird an zusätzlichen Instituten, dann kann ich nur sagen, reicht die Zeit zur Aufzählung nicht. Wenn ich mir anschaue, die Gesellschaft für Schwerionenforschung, die Grundlagenforschung, die an dieser Stelle passiert, wenn ich mir anschaue, die medizinische Exzellenz im Bereich von Herz-Lungen-Krankheiten, im Bereich von Krebskrankheiten und Erforschung neuer Methoden der Heilung, wenn ich mir anschaue den gesellschaftswissenschaftlichen interdisziplinären Bereich der normativen Ordnungen, wenn ich mir anschaue, das, bei dem ich mir Ihre Bemerkung eben überhaupt nicht erklären kann, den Begriff der Cybersicherheit, wo wir das Institut CRISP verstetigt haben und ein nationales Cybersicherheitsinstitut in Darmstadt in Hessen haben, was von europäischer Bedeutung ist. Wenn Sie wissen, dass wir dort ein Max-Planck-Institut anstreben und hoffentlich bekommen, dann ist das ein enormer Leuchtturm, den das Land Hessen hier aufzuweisen hat. Und damit, meine Damen und Herren, wollen wir Impulse geben. Und dieser Haushalt gibt weitere Impulse und ermöglicht den Instituten, dort ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und zu steigern. Darauf legen wir diesen Haushalt an, und dort sind die besten Voraussetzungen gegeben. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir ein weiteres Fraunhofer-Institut in Frankfurt anstreben für öffentliche Sicherheit, für die Infrastruktur, wenn Sie sehen, dass wir dabei sind, dass das ursprüngliche Löwe-Zentrum für die Herz-Lungen-Krankheiten auf dem Weg ist in ein Helmholtz-Zentrum und möglicherweise und hoffentlich wir im Bereich des Max-Planck-Instituts Cybersicherheit punkten können. Meine Damen und Herren, im Bereich der Forschung haben wir wirklich allen Anlass, auch bei einzelnen Rückschritten im Blick auf die Exzellenzförderung stolz zu sein auf das, was erreicht worden ist, und unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit der Unterstützung des Landes, die sie haben, weiterhin viel Erfolg bei der Weiterentwicklung zu wünschen. Das Zweite ist der Bereich von Lehre und auch Personalentwicklung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Grundbudget wird im nächsten Jahr um 24,1 Millionen € gesteigert und im Folgejahr um 43,7 Millionen €. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine solide weitere Finanzierung bei dann zunehmend nicht mehr steigenden, sondern auf gleichem Niveau verbleibenden Studierendenzahlen auf hohem Niveau. Meine Damen und Herren, dazu gehört, dass wir innerhalb der Hochschulen einen Haushalt haben von 1,7 Milliarden €, ohne alles, was in den Bereich von Forschung und Exzellenz
gehört, dass wir dazu noch haben den Hochschulpakt 2020 mit 497 Millionen. Das sind enorme Zahlen. Ich darf auch darauf verweisen, dass wir im Bereich der Personalentwicklung 71 Professuren von W1 nach W2 heben, um in dem Tenure-Track-Programm den Hochschulen möglich zu machen, dass sie Personalentwicklung ganz klar beschreiben und auch vollziehen und die Menschen, die diese Personalentwicklung machen sollen, einstellen können. Wir haben gerade vor einer Woche im Wissenschaftsausschuss ja den Präsidenten der COD gehabt, der sich bedankt hat dafür und gesagt hat, er wartet jetzt darauf und hofft, dass er zu Jahresbeginn die entsprechenden Einstellungen vornehmen kann. Und das ist gut so. Wir werden auch im Bereich des dualen Studiums mehr Gelder einsetzen, weil wir glauben, dass diese Differenzierung den Hochschulen gut tut, dass wir auch dort der dualen Ausbildung aus wissenschaftlicher und beruflicher Bildung noch einen guten Zweig draufsetzen. Und nicht zu verschweigen ist auch, dass wir in den letzten Jahren die Ausgaben für die Studierendenwerke mittlerweile um 20% gesteigert haben. Das ist enorm viel. Und wir steigern auch jetzt zweimal noch einmal 1 Million. Und ich will einen dritten Punkt ansprechen, und das ist der der Kultur, weil der auch im Blick darauf, wie wir verteilt auf das Land Kultur leben und das kulturelle Leben fördern, auch entsprechend darstellt. Wir haben in jedem Bereich unseres Landes, Nord, Mitte und Süd, jeweils ein starkes Staatstheater und ein starkes Landesmuseum, gerade auch renoviert in mächtigen Schritten im Bereich der Landesmuseen. Und wir geben den Staatstheatern mittlerweile auch wieder den vollen Betrag, den die Tarifsteigerung verlangt. Das sind drei große Säulen und Flaggschiffe in beiden Bereichen, die auch dafür sorgen, dass in jedem regionalen Bereich Hessens ein Angebot ist, auch aus der Peripherie, aus dem ländlichen Raum, dorthin zu kommen. Dort gibt es auch immer wieder Angebote. Aber wir haben unsere Anstrengungen auch sehr stark darauf ausgerichtet, dass wir auch in den Flächen des Landes kulturelle Angebote machen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Bereich der kulturellen Bildung in den Jahren 16 bis 19 rund 5,5 Millionen Euro ausgeben, unter anderem mit dem Mittel des Kulturkoffers. Ein Mittel, das in allen Räumen, in allen Dörfern, in allen Städten genutzt werden kann und von dem auch Gebrauch gemacht wird. Ich glaube, dass dort eine multiplikatorische Wirkung ausstrahlt, die gar nicht zu unterschätzen ist. Kultur lebt aber auch von den Tausenden, und da ist die kulturelle Bildung zum Teil auch dabei, lebt von den Tausenden von privaten Initiativen und von Ehrenamtlichen, die sich in diesem Bereich engagieren. In allen Gemeinden, ich erlebe es in meinem eigenen Wahlkreis oftmals, dass darauf geachtet wird, dass nicht nur in einem Gemeindeteil, sondern in allen Gemeindeteilen auch kulturelle Angebote gefördert und getragen werden, um wirklich auch örtliches Leben darzustellen und keine Hierarchien zu haben in der kulturellen Förderung. Da gibt es private regionale Museen, mehr als 400 in Hessen. Es gibt Kulturdenkmale in den Regionen, es gibt Musikgruppen in den Regionen, Theaterinitiativen, private. Es gibt Zeitzeugenaktivitäten, es gibt Fördervereine und vieles andere mehr, was ich gar nicht aufzählen kann. Alles in der Fläche des Landes. Und das ist von außerordentlicher Bedeutung. Und da gilt eben nicht das, was Herr Schulz letzte Woche beim Parteitag der SPD etwas lächerlich gemacht hat, indem er die FDP angegriffen hat, privat vor Staat sei wohl das Letzte. Meine Damen und Herren, was das Ehrenamt angeht, gilt das Umgekehrte. Das ehrenamtliche Engagement, die ehrenamtlichen Initiativen nehmen aus eigener Kraft etwas in die Hand, aus eigener Initiative, mit eigener Leistung. Und wir sind es Ihnen schuldig, dass wir mit staatlicher Unterstützung das noch stärken und stützen, was aus ehrenamtlicher Initiative her
möglich ist und ermutigt werden kann. Und nun ist es von, glaube ich, deutlichem Signal, dass wir im Bereich der Kultur, im Bereich ehrenamtlicher kultureller Arbeit schon jetzt mit 2,5 Millionen € dabei sind und uns vorgenommen haben, gerade dort auch im ländlichen Raum die Initiativen zu stärken, indem wir summarisch 200.000 dort draufsetzen, indem wir bei Museen, indem wir bei Heimatvereinen 200.000, bei der regionalen Denkmalpflege den gleichen Betrag und bei regionalen spartenübergreifenden Projekten wiederum den gleichen Betrag draufsetzen, um in der Region kulturelle Angebote zu fördern. Gleiches gilt übrigens auch bei den Musikschulen. Auch dort ist in den letzten 3 Jahren 1 Million dazugekommen. Und mir ist es zugegebenermaßen auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir in unserer zentralen Einrichtung für Musikförderung, für Fortbildung und Ausbildung, für die Probenwochen auch unserer Landesmusikorchester, die Landesmusikakademie in Schlitz zusätzlich mit 100.000 fördern, um die zusätzlichen Angebote finanzieren zu können, damit nicht mehr so viele auch abgewiesen werden von den Anfragen, die vorhanden sind. Zusätzlich dann auch noch die Verstärkung des historischen Erbes. Auch das ist etwas, was insbesondere in die Region hinein wirkt. Dort, wo es auch darum geht, zu schauen, wo kann Tourismus gestärkt werden, im Blick auf die Erhaltung von historischem Erbe, im Blick auf das Annehmen des historischen Erbes als Ort, der einen Besuch lohnt. Und auch in diesem Bereich wird mit einem Sonderprogramm von 3,5 Millionen € zu rechnen sein. Insofern, meine Damen und Herren, können Sie sehen, dass wir nicht nur an verschiedenen Orten ohne Zusammenhang Stichworte hineinwerfen können, sondern dass es ein Konzept gibt im Einzelplan 5, die Forschung, die Lehre und die kulturelle Arbeit, insbesondere in der Region, zu stärken und sich so zukunftsfähig aufzustellen. Vielen Dank. 15. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolff. Es war wirklich Punktlandung. Frau Kollegin Wissler, Sie sind die Nächste für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Hochschulen in Hessen sind unterfinanziert, und insbesondere beim Grundbudget, weil die Mittel, das sind die Mittel, mit denen die Hochschulen langfristig planen können, sind zu niedrig. Und wenn immer gesagt wird, jetzt werden so viele Mittel für die Hochschulen bereitgestellt wie noch nie, dann müsste man sich einfach anschauen, wie viele Mittel das pro Studierenden sind. Und wenn der Ministerpräsident gestern sagt, dass Hessen die höchste Pro-Kopf-Wirtschaftskraft bundesweit hat, müsste ja eigentlich Hessen so viel Geld ausgeben für die Hochschulen wie kein anderes Bundesland. Ist aber nicht so. Und deshalb wird die Qualität der Lehre schlechter. Konkrete Zahl: Betreuungsrelation an der Uni Frankfurt 2012. Auf einen Studierenden kamen 83 auf einen Professor kamen 83 Studierende. Jetzt ist das Verhältnis 1 zu 92. Es hat sich also noch einmal verschlechtert von dem schlechten Stand, den wir 2012 schon hatten. Und, Frau Wolff, weil Sie das jetzt gesagt haben, da bin ich ja schon etwas erschrocken. Sie haben jetzt alles Ernstes gesagt. Sie gehen davon aus, die Studierendenzahlen werden nicht weiter steigen, sondern sie werden stagnieren. Vorsicht vor solchen Einschätzungen. Ich will Sie daran erinnern, dass bei der Prognose der Schülerzahlen sich diese Landesregierung, Herr Kultusminister, für das Schuljahr 2023 um 80.000 Schüler vertan hat. 15% mehr Schüler werden 2023 an den Schulen sein, als diese Landesregierung dachte. Ja, komisch. Oh Wunder, die Prognosen haben nicht gestimmt. Jetzt haben wir Lehrermangel. Und ich will jetzt nicht sagen, wir haben es gesagt, aber es wäre die Wahrheit, wenn ich es sagen würde, weil wir haben immer gesagt, dass dieser ganze Unsinn von der demografischen Rendite so nicht eingerechnet werden kann. Und jetzt will ich dem Wissenschaftsminister, nur einen kleinen Tipp geben. Wenn die Schülerzahlen steigen, merken Sie was? Dann könnten auch die Studierendenzahlen weiter steigen. Ich sage das nur deshalb, damit Sie dann in ein paar Jahren nicht wieder völlig überrascht sind,
dass die Studierendenzahlen weiter steigen. Weil 80.000 Schüler mehr in 2023 als prognostiziert, kann bedeuten, dass ein größerer Teil von denen dann auch an die Hochschulen kommt. Deswegen müssen Sie deswegen Vorsicht mit solchen Prognosen, Frau Wolff. Sie haben von dieser Landesregierung eigentlich nie gestimmt. Und deswegen, Sie müssen die Hochschulen ausbauen und sich darauf einstellen, dass es sehr viel mehr Studierende geben wird. Wir wollen zurückdrängen die ausufernde Beschäftigung. Die kommt davon, wenn die Hochschulen immer mehr mit Drittmitteln planen müssen, wenn es immer mehr kurzfristige Projekte, kurzfristige Verträge gibt. Wir wollen, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Hochschule eine langfristige Perspektive bekommen und nicht, dass sie von einem Vertrag zum nächsten hangeln. Meine Damen und Herren. Wir wollen die Studierendenwohnheime fehlen. Wir haben bundesweit eine der schlechtesten Quoten, und wenn welche geschaffen werden, dann oft zu Preisen, die sich kein normaler Student leisten kann. Die Studierendenwerke sind weiterhin unterfinanziert. Wir beantragen seit Jahren, dass die Mittel erhöht werden. Und wir müssen auch sehen, dass wir haben auch beantragt, mehr Mittel für Kultur und für die Künstlerförderung. Hier brauchen wir vor allem auch eine verlässliche Finanzierung, damit eben auch die Kultureinrichtungen langfristig planen können und sie nicht von einer Projektfinanzierung in die nächste gehen, meine Damen und Herren. Und ein Letztes möchte ich noch ansprechen. Ich habe ja nicht so viel Zeit, leider. Das Letzte, was ich ansprechen möchte, ist, dass es einfach nicht sein kann, dass das Wissenschaftsministerium immer mehr zum Auffangbecken für gescheiterte CDU-Oberbürgermeisterkandidaten wird. Und das ist jetzt Herr Rhein, das ist Herr Burkhardt. Dann werden Sie ja willkommen bei uns. Ich weiß nicht, ob ich hier. Vielen Dank für das Angebot. Vielen Dank. Bitte keine Zwischenrufe von der. Vielen Dank für das Angebot, Herr Minister Rhein. Aber ich glaube, so sehr scheitern werde ich nicht, dass ich auf es zurückkommen werde. Also, ich will aber auch sagen, ich weiß ja nicht, ob Sie schon. Herr Rhein? Ich weiß ja nicht, ob Sie jetzt schon eine Abteilungsleiterstelle. Ich weiß ja nicht, ob Sie schon eine Abteilungsleiterstelle für Frau Weiland mittlerweile freigeräumt haben. Also, im Gegensatz zu Frau Weiland habe ich und im Gegensatz zu Staatssekretärin Weiland will ich nur anmerken, habe ich mich immerhin nicht in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen für diesen Oberbürgermeisterwahlkampf. Von daher ein Satz zum Abschluss, Frau Präsidentin. Zusammengefasst, weniger Versorgung der eigenen Parteifreunde und etwas weniger Werbung für die Landesregierung. Man kann ja kaum noch ins Kino gehen, ohne dass in einem Spot ein Minister irgendwo auftaucht. Mehr Mittel für die Hochschulen, für die Studierendenwerke und für die Kultur. Das wäre so grob die Richtung, in die man gehen könnte, Herr Minister. Danke, Frau Kollegin Wissler. Als nächster Redner spricht nun Kollege May von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als wir Ende 2013 den Koalitionsvertrag zwischen CDU und GRÜNEN abgeschlossen haben, da hatten wir in der Wahlperiode zuvor von den Hochschulen gespiegelt bekommen, dass sie gerne Planungssicherheit hätten. Sie hätten gerne Planungssicherheit, was die Hochschulfinanzen angeht. Sie wollten mehr Grundfinanzierung haben. Sie wollten Planungssicherheit, was den Mittelaufwuchs angeht. Deswegen war es Hessen, die Koalition aus CDU und GRÜNEN, die als erstes Bundesland die Forderungen der großen Wissenschaftsorganisationen aufgenommen hat und den Hochschulen zugesichert hat, die Grundfinanzierung 1% oberhalb der Teuerungsrate zu steigern. Und das haben wir in den Haushalten, die jetzt vorliegen, für 2018 und 2019 fortgeschrieben. Wir haben das in den letzten Jahren gemacht. Und das hat zu erheblichen Aufwüchsen der Grundfinanzierung gesorgt. Das heißt, wir haben das im Koalitionsvertrag angekündigt. Wir haben das jetzt mit dem Haushalt 2018, 2019 durchgeführt, eingeführt und haben Wort gehalten. In Zahlen bedeutet das, wir haben im Bereich der Grundfinanzierung der Hochschulen 24 Millionen € im nächsten Jahr und noch einmal 43, Millionen im Jahr 2019, insgesamt rund 68 Millionen € mehr für die Grundfinanzierung der Hochschulen. Das zeigt, wir haben die Forderungen der Hochschulen aufgenommen und die Grundfinanzierung für die Hochschulen massiv gesteigert. Und jenseits des Koalitionsvertrags gehen wir natürlich offenen Auges durch die Welt und reagieren auf neue Herausforderungen und Lagen, weshalb wir z. B. den Hessenfonds für Geflüchtete
Nachwuchswissenschaftler aufgelegt haben, damit diejenigen, die in ihrer Not hierher gekommen sind und eben Talent mitbringen, dass wir die besonders unterstützen können, dass wir denen ein besonderes Angebot an unseren Hochschulen machen können. Auch das ist Inhalt dieses Haushalts. Oder dass wir gesagt haben, weil wir so einen guten Aufwuchs im Bereich der Studierenden hinbekommen haben. Wir haben die Hochschulen in Gänze im Vergleich von vor 10 Jahren um rund 50% aufwachsen lassen. Wir haben massiv neue Studienplätze geschaffen. Und weil das nun einmal trotz der Aufwüchse, die ich eben gerade vorher genannt habe, dazu geführt hat, dass wir im Bereich der Betreuungsrelation schlechter geworden sind, haben wir gesagt, ja, wir machen eine Sonderzuweisung. Wir machen 85 Stellen, die eigentlich abgängig gestellt waren in 2018, und noch einmal 78 Stellen in 2019 mit einer Sonderzuweisung von 2 Millionen €, führen wir zusätzlich dem Hochschulhaushalten zu, um eben etwas zu tun für die Betreuungsrelation. Das zeigt, dass wir auf die Herausforderungen im Hochschulbereich aktiv reagieren. Wir haben uns für die Jahre 2018/19 noch weiter vorgenommen, dass wir im Bereich der Profilbildung Akzente setzen wollen. Beispielsweise haben wir gesagt, dass wir an der Universität Kassel den Aufbau des außeruniversitären Forschungsinstituts zum Dokumenta-Institut, dass wir das zusätzlich unterfüttern wollen. Deswegen haben wir für die Universität Kassel 3 Professuren eingestellt, um an dieser Stelle die Möglichkeit eines außeruniversitären Forschungsinstitutes im Bereich Dokumenta unterstützen wollen und damit die Profilierung und den Ausbau des Wissenschaftsstandorts Kassel weiter unterstützen können. Wir haben noch einmal einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der sozialökologischen Forschung gesetzt. Wir haben das ISEL, das Institut für sozialökologische Entwicklung in Frankfurt, das ein Pionier in der sozialökologischen Nachhaltigkeitsforschung ist, noch einmal besonders gestärkt, indem wir den Mittelansatz, den der Regierungsentwurf schon erhöht hatte, nochmals um zusätzlich 110.000 € gestärkt haben. Denn ich glaube, angesichts der Klimakrise und der sich daraus folgenden notwendigen ökologischen Transformation der Gesellschaft ist es richtig, dass wir in diesem Bereich der Forschung besondere Akzente setzen. Von daher glaube ich, ist es richtig, dass wir das ISEL jetzt unterstützen bei dem Aufbau eines Forschungsschwerpunktes Grundlagenforschung der sozialen Ökologie, dass wir das ISEL besonders fördern im Bereich des Ausbaus der Wissenschaftskommunikation und im Bereich des Wissenstransfers. Weil ich glaube, dass das die zentrale politische Frage ist, die ökologische Krise. Auf sie müssen wir auch im Bereich der Wissenschaft reagieren, und das tun wir mit diesem Akzent. Und es ist natürlich auch so, dass wir wissen, gute Studienbedingungen benötigen auch ein gutes soziales Umfeld. Und deswegen ist es ja vollkommen klar, dass wenn die Studierendenzahl an den Hochschulen wächst, dass dann auch die Aufgaben an den Studierendenwerken wächst. Deswegen haben wir in den vergangenen Jahren die Studierendenwerke immer gestärkt. Und auch deswegen haben wir als Fraktion hier noch einmal einen Akzent gesetzt, um die Zuweisung an die Studierendenwerke um jährlich 1 Million € erhöht. Trotz der guten Nachrichten, die es zweifelsohne aus dem Bereich des Hessischen Wissenschaftsministeriums für die Hochschulen in diesem Land gibt, gibt es natürlich auch drohendes Ungemach, nämlich das Auslaufen des Hochschulpaktes 2020 des Bundes, der mit rund 150 Millionen € Bundeszuweisung für uns ganz erheblich ist. Besonders die Hochschulen für angewandte Wissenschaften profitieren davon. Von daher ist es äußerst ärgerlich, dass wir an diesem Punkt, wo es schon ein Sondierungsergebnis zwischen den Jamaika-Sondierern gab, dass wir an dieser Stelle dann doch nicht weitergekommen sind. Es gibt da viele ärgerliche Punkte. Aber an dieser Stelle leiden jetzt die hessischen Hochschulen unter der Verantwortungslosigkeit der Lindner FDP. Und an dieser Stelle kommen wir nicht weiter. An dieser Stelle kommen wir nicht weiter. Und an dieser Stelle brauchen wir den Bund. Und von daher ist das besonders verantwortungslos, was die FDP an dieser Stelle getrieben hat. Ich will noch einmal ganz klar sagen, diese Koalition steht für eine Anschlussfinanzierung Hochschulpakt 2020 bereit. Wir warten auf ein Angebot vom Bund. Wir stehen Gewehr bei Fuß, und wir warten darauf, dass der Bund auf uns zukommt, weil die Hochschulen brauchen hier Planungssicherheit. Noch ein Wort zu den Änderungsanträgen der Opposition. Insgesamt ist dort wenig vorzuweisen. Die SPD hat ja noch nichts eingereicht, aber auch im Bereich Hochschulen nichts angekündigt.
Da ist in etwa die Wertschätzung der Hochschulpolitik proportional zur Redezeit, die die Fraktion dem Einzelplan noch gelassen hat. Aber auch beim Bereich der Linkspartei, die ja in allen anderen Politikbereichen mit Fantastillionen nur um sich wirft, kann ich da so eine gewisse Inkonsequenz erkennen. Denn irgendwie, Frau Wissler, Sie sagen, ja, die Hochschulen sind unterfinanziert, die wollen mehr Stellen für Nachwuchswissenschaftler. Aber in diesem Bereich haben Sie nichts beantragt. Das heißt doch, Sie sind mit dem, was wir hier auf den Weg bringen, einverstanden. Ja, wenn Sie meinen, das sei der entscheidende Punkt, wieso Sie Änderungsanträge einstellen, dann frage ich mich, wieso Sie überhaupt noch etwas einreichen. Also, an dieser Stelle muss man einfach feststellen, Sie führen hier das große Wort über die Unterfinanzierung der Hochschulen, aber noch nicht einmal in Ihren Fantastillionenanträgen, in Ihren Fantasiehaushaltsanträgen kommt das Thema Hochschulfinanzierung überhaupt vor. Das ist doch die Wahrheit. Die Hochschulpolitik hat bei Ihnen keine Lobby mehr. Wir haben beim Einzelplan 15, weil das, glaube ich, im Sinnzusammenhang gut passt, auch den Bereich der Forschungsförderung und das Programm zur innovativen Hochschule aufgerufen. Wir haben im Bereich Hochschulpolitik sicherlich schon viel erreicht. Trotzdem ist es so, dass jetzt die erste Runde der Exzellenzstrategie nicht so gelaufen ist, wie wir das uns erwartet hätten. Von daher halte ich es für wichtig, dass der Hessische Landtag da heute auch ein Signal an die Gemeinde der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Land aussendet. Dazu möchte ich zwei Punkte noch einmal herausstellen. Erstens. Die vier Projekte, die jetzt zur Vollantragstellung aufgefordert sind, werden wir besonders unterstützen. Wir werden Ihnen alle Unterstützung zukommen lassen, um sie möglichst gut zu begleiten bei den jetzt kommenden Auswahlverfahren. Aber das Zweite ist, glaube ich, genauso wichtig, dass wir nämlich denjenigen, die nicht zur Vollantragstellung aufgefordert sind, die sozusagen in der ersten Runde ausgeschieden sind, dass wir denen auch ein Angebot machen, dass wir sagen, das sind auch gute Ansätze, die da verfolgt werden, und dass wir dort eben zusehen, wie wir möglichst viele von diesen Ansätzen verstetigen können. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal von diesem Landtag, dass wir diese Initiative möglichst mit breiter Mehrheit auf den Weg bringen, weil ich glaube, dass unsere Forscherinnen und Forscher ganz exzellente Arbeit leisten. Ich glaube, es wäre wichtig, dass dieser Landtag sich an dieser Stelle hinter diesen Initiativen versammelt. Sehr viel erfolgreicher waren wir im Bereich der innovativen Hochschule. Dort konnten wir zeigen, dass besonders unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften, was die anwendungsbezogene Forschung angeht, aber was vor allen Dingen auch den Wissenstransfer angeht, ganz hervorragende Arbeit leisten. Das ist der andere Antrag, den wir heute aufgerufen haben. Deswegen war es uns besonders wichtig, dass wir noch ein Signal geben, dass wir den Bereich des Transfers in der anwendungsbezogenen Forschung noch einmal besonders stärken wollen. Wir haben im Bereich des Tenure-Track-Programms des Bundes, um das dritte Wissenschaftsprogramm des Bundes auch noch aufzuführen, waren wir sehr erfolgreich. Ich glaube, es ist ein gutes Signal an den wissenschaftlichen Nachwuchs, dass wir jetzt noch einmal 78 zusätzliche Nachwuchsprofessuren, und zwar mit W2 dotiert, anbieten können. Ich glaube, das ist ein hervorragender Erfolg für dieses Land, mit dem wir zeigen, dass helle Köpfe in Hessen eine großartige Zukunft haben können. Ich glaube, dass wir diesen Weg weitergehen sollten. Aber auch der zweite Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, die kulturelle Förderung, ist sehr gut aufgestellt. Im Haushalt stehen jetzt 21 Millionen € mehr zur Verfügung und insgesamt 500 Millionen € für Kunst und Kultur zur Verfügung. Ein Schwerpunkt, den wir GRÜNE in der Legislaturperiode gesetzt haben, ist die Frage, dass wir auch kulturelle Bildung unter der Frage der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit subsumieren müssen. Deswegen haben wir den Kulturkoffer auf den Weg gebracht, wo wir sagen, das ist ein Angebot, mit dem wir junge Menschen an Kultur heranführen, die ansonsten einen weiteren Weg haben. Es ist richtig, dass wir dafür 5,5 Millionen € zur Verfügung stellen. Man sieht ja, wie erfolgreich das ist, dass wir unter dieser Dachmarke Kulturkoffer bereits 73 Projekte versammeln konnten, die dafür sorgen, dass wir einen niedrigschwelligen Ansatz für junge Menschen schaffen konnten. Das ist ein echter Ansatz der Kultur, der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit im Bereich der Kultur verwirklicht. Auch im Bereich des Films stehen jetzt Rekordsummen zur Verfügung, zusammen mit dem Änderungsantrag der Fraktion 11 Millionen €. Das ist so viel wie noch nie. Einen besonderen Augenmerk haben wir in diesem Bereich darauf gelegt, dass wir gesagt haben,
Wir möchten ein Frauenfilmfestival einführen. Dafür haben wir eigene Mittel beantragt, und wir sehen dem mit großer Zuversicht entgegen. Ich glaube, dass wir dort als Hessen eine echte Nische besetzen können. Ich glaube, dass das ein tolles Projekt ist, das wir hier verwirklichen können. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme gleich zum Schluss. Wir haben des Weiteren noch einmal 500.000 € Investitionsförderung für die hessischen Kinos zur Verfügung gestellt. Wir haben ein Programm für Räumlichkeiten für Künstlerinnen und Künstler auf den Weg gebracht. Wir haben noch einmal mehr Mittel für das Archiv der Frauenbewegung in Kassel auf den Weg gebracht. Das alles, glaube ich, zeigt, dass wir auch im Bereich Kultur hervorragend aufgestellt sind. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss und möchte mich abschließend bei meiner Kollegin Martina Feldmeier, bei meiner Kollegin Karin Wolf und bei Wissenschaftsminister Boris Rhein für die hervorragende Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr bedanken. Der Staatssekretär ist leider heute nicht anwesend. Ansonsten hätte ich den natürlich auch aufgeführt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege May. – Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Knell von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sie haben noch eine verbliebene Restzeit von 3 Minuten und 57 Sekunden. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lieber Herr May, nur weil Sie auch in dieses Jamaika-Mimimi eben eingestiegen sind, Sie zeigen und Ihre Fraktion zeigt auch ganz offen, dass die FDP Ihr politischer Feind ist. Und da frage ich mich schon, warum Sie dann unbedingt mit uns zusammenarbeiten wollen, wenn Sie uns doch so schrecklich finden. Und nun zum Ja, die Dienstwagen, die sind nicht alles. Aber es geht von meiner Zeit, aber ich muss mich beeilen. Also zum Einzelplan 15. Wie bereits im letzten Jahr beinhaltet der jetzige Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt 2018-2019 nur sehr wenige neue große Visionen, die zukunftsweisend für die nächsten 5, 10 oder gar 15 Jahre wären. Vor allem im Hochschul- und Forschungsbereich wird deutlich, dass die Aufgaben ohne die immensen Bundesmittel nicht zu bewältigen wären und die Kraftanstrengungen seitens des Landes eher überschaubar sind. Der Sonderfonds Hochschulen, in dem die eingesparten BAföG-Mittel eingestellt wurden, sind bereits im letzten Jahr im Hochschulpakt aufgegangen. Es bleiben also als zentrale Punkte die Umwandlung der Juniorprofessoren in Qualitätsprofessuren auf der Gehaltsstufe einer W2-Professur im Rahmen des Tenure-Track-Programms, die auch aus dem Bund-Länder-Programm finanziert werden. Es ist begrüßenswert, dass die hessischen Hochschulen von den bundesweit insgesamt 75 Anträgen in der ersten Runde nach einem wettbewerblichen Verfahren nun 34 Anträge bewilligt bekamen. Aber es ist eben der Verdienst der Hochschulen und nicht der Landesregierung. Mit dem Haushalt sollen nun 78 W1-Juniorprofessuren in W2-Professuren umgewandelt werden. Das ist folgerichtig, aber es löst auch nach Aussagen der Hochschulen bei weitem nicht die Probleme, die unsere Hochschulen ansprechen. Hier ging es beispielsweise auch um Verhandlungsspielräume und Familienkomponenten, die Hessen die besten Köpfe sichern sollen. Auch die Aufstockung des Hochschulpaktes durch die Einbeziehung der Städelschule ist richtig und notwendig, aber darüber hinaus gibt es kaum Veränderungen. Die Grundfinanzierung bleibt grundsätzlich unverändert. Und hier stellt sich schon die Frage nach einem Konzept mit zukünftigen Studierendenzahlen. Die steigenden Schülerzahlen hat Frau Kollegin Wissler ja schon eben benannt. Da muss dringend dann etwas getan werden. Und ein alleiniger Verweis auf nicht klare Regierungsverhältnisse bringt uns in Hessen nicht weiter, sodass wir von der Landesregierung Überlegungen und Lösungen erwarten, die die Hochschulen in ihrer Planungssicherheit dann stützen. Die in den Anträgen zur Forschungsförderung und Hochschulmedizin hinterlegten finanziellen Mehrbedarfe sind nicht einmal ansatzweise berechnet oder mit Änderungsanträgen hinterlegt, auch wenn die inhaltliche Auseinandersetzung ja dann erst im nächsten Jahr erfolgen wird. Neu und zukunftsweisend sind die Forschungsvorhaben bzw. Institutionen, die mit dem Fraunhofer-Institut für öffentliche Sicherheit, dem Helmholtz-Institut FAIR und dem Max-Planck-Institut für Cybersicherheit verbunden sind. Hier wird das Know-how der hessischen Wissenschaftler und Forscher deutlich, die sich den Themen annehmen, aber die finanziellen Mehrbedarfe ergeben sich auch hier wieder vorrangig aus vertraglichen Verpflichtungen. Und im Bereich Kunst und Kultur lässt sich festhalten, dass mit Ausnahme des Kostenausgleichs für die Mehrkosten der Documenta nur wenige neue Akzente gesetzt werden. Ja, der ländliche Raum soll stärker an kultureller Bildung partizipieren. Das begrüße ich als Bewohnerin des ländlichen Raums ausdrücklich.
Jedem soll es unabhängig von Alter, aber auch Hintergrund möglich sein, einen Zugang zu Kunst und Kultur zu erfahren. Aber es wird sich zeigen, wie weit Sie mit den zusätzlichen 200.000 € kommen. Ich fürchte, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein und wird nicht viel bringen. Die finanziellen Veränderungen, die sich nun auch teilweise in den Haushaltsänderungsanträgen der Koalition widerspiegeln, sind notwendig, und deshalb werden wir auch einige davon unterstützen. Aber gerade mit Blick auf die Filmförderung stellt sich schon die Frage, warum die finanziellen Mittel wieder in den Overhead der Hessen-Film und Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Ja, GmbH verschoben werden, anstatt sie dann den Filmschaffenden direkt für die künstlerische Arbeit zur Verfügung zu stellen. Ja, gut, dann Ende. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Rhein. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja, verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist mir schon, glaube ich, bei den letzten Haushaltsberatungen aufgefallen, Herr Grumbach, dass Sie der Zahlenspieler der SPD-Fraktion sind. Aber es nutzt alles nichts. Denn zu der Zeit, als Sie Verantwortung getragen haben, waren wir nicht einmal Mittelmaß. Und wenn Sie sich den Haushalt 2018/19 anschauen, dann werden Sie feststellen, das ist ein wirklich deutliches Signal, dieser Haushalt, dass auch in den kommenden beiden Jahren wir einen ganz besonderen Schwerpunkt auf Forschung, Bildung, Wissenschaft und Kultur setzen. Und das hat auch der Ministerpräsident in der Generaldebatte, ja, wie ich finde, unmissverständlich und dankenswerterweise sehr, sehr, sehr deutlich gemacht. Wir investieren in den beiden kommenden Jahren insgesamt rund 5,5 Milliarden € in Wissenschaft, Forschung und Lehre. Und, meine Damen und Herren, das ist die größte Summe, die das Land Hessen jemals für diese zentralen Themenbereiche bereitgestellt hat. Und das sind Gelder, die eine wirklich gute Investition in die Zukunft unseres Landes sind, genauso wie die Millionen Euro, mit denen wir unser reichhaltiges kulturelles Erbe fördern, beispielsweise Impulse setzen für die Kultur und die Kunst mit 491 Millionen Euro und damit stehen in der Summe für das gesamte Ressort Wissenschaft und Kunst rund 6 Milliarden € in den Jahren 2018 und 2019 zur Verfügung, so viel wie noch nie in Hessen zuvor für dieses Ressort zur Verfügung gestanden haben. Das ist einzigartig. In der Tat, Günter Rudolph, den sollten wir ins Protokoll aufnehmen. Das ist einzigartig. Danke für den sehr intelligenten Zuruf. Und wissen Sie, schauen Sie sich das doch selbst einmal an. Schwarz-Grün hat den Haushalt in den vergangenen vier Jahren um 330 Millionen € aufgestellt. Und weil ich ja ein großer Freund von solchen Schaubildchen bin, habe ich Ihnen das Bildchen natürlich mitgebracht. Zugegebenermaßen ein bisschen klein, aber in der Auswirkung besonders groß. 335 Millionen € plus in den vergangenen vier Jahren. Ich glaube, das ist eine Summe, die sich wirklich sehen lassen kann. Wir stärken, das werde ich natürlich einrahmen. Wer hat zugerufen? Jürgen Frömmrich. Das rahme ich mir ein, und das sollten wir uns auch kräftig aufheben. Aber wir machen ja weiter, das ist ja auch klar. Wir stärken, meine Damen und Herren, das Hochschulbudget in den kommenden beiden Jahren um insgesamt fast 70, nämlich insgesamt 67,8 Millionen €. Und lieber Kollege Grumbach, auch da will ich Ihnen etwas zeigen. Da gehe ich genau auf das ein, was Karin Wolf gesagt hat, weil Sie wissen es ja aus eigener Erfahrung. Zu dem Zeitpunkt, 1998/99, waren Sie Parlamentsreferent im Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Gucken Sie einmal, wo zu dieser Zeit die Säule für dieses Ministerium war. Da unten. Man kann es kaum sehen. Und wo die Säule heute ist, das Blatt reicht kaum aus, um die Säule abzubilden. Das ist der Unterschied zwischen der Zeit, als Sie regiert haben, und zu der Zeit, zu der wir regieren. Das ist der Unterschied, lieber Herr Kollege Grumbach. Die beiden von mir sehr geschätzten Kollegen Wolf und May sind auf die vielen Punkte eingegangen. Deswegen will ich das gar nicht wiederholen. Umwandlung von W1-Professuren in W2-Professuren, Stärkung des Nachwuchses an den hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, 1 Million € mehr für die Studentenwerke, mehr Geld für das duale Studium. Aber wir denken natürlich auch thematisch weiter. Verehrte Frau Kollegin Knell, Sie haben mir darauf hingewiesen, und ich bin dankbar dafür, dass Sie das so ehrlich getan haben und es offensichtlich auch anerkennen, was wir tun. Denn
Wir haben für das Jahr 2021 46,6 Millionen € für einen neuen hessischen Hochschulpakt. Ich will hinzufügen, den gerne ich verhandeln möchte mit den hessischen Hochschulen. Und, Frau Kollegin Wissler, das hat mir besondere Freude bereitet, dass Sie gesagt haben, ich solle vorsichtig sein bei der Schülerzahl von heute, wie sie sich denn in der Zukunft auswirken würde. Denn das setzt ja voraus, dass ich das entsprechend auch noch durchaus zu administrieren habe im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Das macht mir besondere Freude, dass Sie glauben, dass ich dann, wenn die Schülerzahlen von dem Kultusminister Lorz sich auswirken auf den Hochschulbereich, immer noch zuständig bin. Also, wir werden für diesen Hochschulpakt haben wir schon einmal 46,6 Millionen € eingestellt. Und wir haben, Frau Kollegin Knell, für 29,9 Millionen € vorgesorgt für eine Nachfolgevereinbarung zum Hochschulpakt 2020. Das sind zusammen 76,5 Millionen €, die wir in der Finanzplanung vorsehen. Und in der Tat, ich gebe das zu, der HSP 2020 muss gemeinsam mit dem Bund gelöst werden. Und deswegen wird es eine der Kernfragen in den nächsten Jahren in der deutschen Hochschulpolitik bleiben und ist natürlich eine ganz wichtige oder ein ganz wichtiger Punkt bei der Regierungsbildung in Berlin. Das steht, glaube ich, außer Frage. Und damit komme ich zu einem Bereich, der mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Das ist das Thema Forschung und verbunden mit dem Thema Forschung natürlich das Thema Innovation und ein Land, das nicht in Forschung investiert, das wird unweigerlich, das wird unvermeidbar den Anschluss an die Zukunft verpassen. Es gefährdet den Wohlstand seiner Bürger, es gefährdet die soziale Sicherheit und es gefährdet am Ende auch die Arbeitsplätze seiner Bürgerinnen und Bürger. Und als Sie noch regiert haben, lieber Herr Grumbach, da war Hessen in der Tat ein im Wissenschaftsbereich vollständig abgehängtes Land. Wissenschaft und Forschung waren der Steinbruch von Regierungen, die gestellt haben, Ministerpräsidenten der SPD. Und es ist bei uns völlig anders. Das ist bei uns völlig anders. Deswegen fand ich das verwerflich, wie Sie im Rahmen der Verleihung der Leuchtturm-Medaille über die Verdienste von Roland Koch gesprochen haben. Roland Koch hat eine Kehrtwende im Jahre 1999 für die Wissenschafts- und die Forschungspolitik dieses Landes eingeleitet. Und Volker Bouffier setzt sie auf außergewöhnlich erfolgreiche Art und Weise fort. Denn heute ist Hessen eines der forschungsstärksten Länder der Bundesrepublik Deutschland. Und dieser Haushalt, liebe Frau Wissler, ist der forschungsstärkste Haushalt, den es in Hessen jemals gegeben hat. Für diese Regierung sind Forschungsfragen Zukunftsfragen. Und das können wir natürlich, auch in Zahlen unwiderlegbar darlegen. Für das Helmholtz-Institut-Center für FAIR werden zur Überführung in ein Helmholtz-Institut entsprechende Gelder bereitgestellt. Für das Zentrum für IT-Sicherheit CRISP werden ab 2019 2 Millionen € jährlich zur Verfügung gestellt. Wir investieren insgesamt 45 Millionen € an Aufbauleistungen für dieses Institut. Wir werden ein nationales Zentrum für angewandte Cybersicherheit in Darmstadt aufbauen. Wir werden damit die großen Herausforderungen der Cybersicherheitsforschung bearbeiten. Hierfür ist eine Förderung in Höhe von ca. 40 Millionen € jährlich vorgesehen. Darüber hinaus, meine Damen und Herren, bauen wir ein neues Fraunhofer-Institut für öffentliche Sicherheit auf. Hier ist vorgesehen eine Beteiligung des Landes in Höhe von insgesamt 45 Millionen €. Wir werden zur Verselbstständigung des IBIS als eigenständiges Fraunhofer-Institut in Kassel 2018 bis 2020 jährlich 2 Millionen € und damit insgesamt 6 Millionen € bereitstellen. Für ein neues Gebäude stellen das Land und der Bund in den nächsten Jahren jeweils 30 Millionen € zur Verfügung. Und wir wollen natürlich den weiteren Ausbau Hessens als Hotspot der IT-Sicherheit. Und dafür werden wir die Weichen stellen durch die Ansiedlung eines Max-Planck-Institutes in Darmstadt für Cybersicherheitsforschung. Und wir sind bereit, nach einer positiven Entscheidung eine Finanzierung von 50 Millionen € zu leisten. Denn 2019 haben wir eine erste Anlaufrate im Haushalt vorgesehen. Und, meine Damen und Herren, das ist mir ein ganz besonderer Punkt. Hessen will mit der Justus-Liebig-Universität Gießen ein Helmholtz-Institut für Lungengesundheit einrichten, das ein weltführendes translationales Institut
für neuartige Diagnostik und Behandlungsverfahren für Lungenkrankheiten sein wird. Im Haushalt 2018, 2019 haben wir auch dafür die Voraussetzungen, die Weichen gestellt. Und es kommt noch eins hinzu, ein Institut der Wissenschaft und der Kultur. Wir werden bis zur nächsten Documenta im Jahre 2022 ein Documenta-Institut schaffen. Das Land Hessen stellt dafür 6 Millionen € im Haushalt 2018 zur Verfügung. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein Haushalt der Forschung, der sich wirklich sehen lassen kann, den es so selten zuvor gegeben hat. Aber es ist darauf hingewiesen worden, wir bedenken natürlich auch die kleinen Institute in Frankfurt, das Freie Deutsche Hochstift, das Institut für Sozialforschung, das Institut für sozial-ökologische Forschung. Meine Damen und Herren, all das wird nur durch LOEWE möglich, all das wird nur durch unser LOEWE-Programm möglich, das dafür die Weichen gestellt hat. Ich habe am Montag im Kabinett eingebracht den Jahresbericht für das Jahr 2016, wird dann jetzt dem Landtag zugeleitet. Ich kann Ihnen nur anempfehlen, die Seiten 45, 46 und 47, denn da sehen Sie eines, wie man es wirklich plastischer nicht sehen kann. In jedem Landkreis in Hessen, in jedem Landkreis in Hessen gibt es mittlerweile einen Anknüpfungspunkt für Forschung, die LOEWE möglich gemacht hat. Vom Norden bis zum Süden, vom Landkreis Kassel bis zum Landkreis Odenwald können Sie sehen, was sich entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Und Sie können auch sehen, was eben bis 1999 es in Hessen nicht gegeben hat. Wir haben eine außeruniversitäre Forschungslandschaft, die sich in einer Breite und in einer Vielfalt entwickelt hat, wie es nur möglich gewesen ist, weil wir eben mit LOEWE 600 Millionen € in den vergangenen Jahren seit 2018 in diesem Bereich in wirklich immensem Maße investiert haben. Meine Damen und Herren, Hessen ist aber, es ist darauf hingewiesen, natürlich auch ein Land mit einer wirklich einzigartigen Tradition, mit kunsthistorischen Schätzen. Wir schätzen die Museen, wir schätzen die Theater, wir schätzen sehr die freie Kulturszene, die Chöre, die Orchester, die Heimatvereine. All das macht unsere Landschaft aus. Und wir haben seit 2014 in diesem Bereich, auch das ist wiederum ein wunderbares Bild, was ich Ihnen nicht vorenthalten will, was sehr deutlich macht, was in den vergangenen Jahren geschehen ist. Wir haben seit 2014 die Ausgaben im Bereich Kunst und Kultur um sage und schreibe 50 Millionen € gesteigert. Unter anderem, ich bin vor kurzem mit der Kollegin Feldmayer unterwegs gewesen, um dafür zu werben, unter anderem, um möglichst viele junge Menschen kulturelle Bildung zu ermöglichen. Deswegen haben wir gemeinsam mit den Kommunen und den privaten Förderern, Frau Kollegin Wolff hat darauf hingewiesen, den Kulturkoffer gepackt. Drei Ausschreibungsrunden, 73 Projekte, überwiegend im ländlichen Raum mit über 1 Million €. Und in 2016 bis 2019, auch dafür legt dieser Haushalt die Grundlage, werden wir für die kulturelle Bildung 5,4 Millionen € bereitgestellt haben. Auch das ist, glaube ich, eine sehr ordentliche Leistung, gerade im Zusammenhang mit der Stärkung des ländlichen Raums. Und deswegen würde ich, verehrte Frau Kollegin Knell, unser neuerliches Projekt, nämlich Stärkung des ländlichen Raums, auch wenn es 200.000 € sind, nicht kleinreden. Ganz im Gegenteil, das ist eine Unterstützung dessen, was wir dort sehr punktuell, sehr intensiviert machen, eine Stärkung einmaliger Projekte und innovativer Formate im ländlichen Raum. Ich glaube, man wird sehr schnell merken, dass das Wirkung hat im Bereich Literatur, im Bereich der Musik, im Bereich der Kunst und natürlich auch bei den spartenübergreifenden Kulturprojekten. Herr Grumbach hat darauf hingewiesen, wir haben uns entschieden, das erste Mal unsere Kulturinstitutionen wirklich unter einem Dach als Marke Kultur in Hessen zu vermarkten. Das ist wichtig. Auch da braucht man sich gar nicht darüber hinwegzuheben. Es ist wichtig, dafür zu werben, um deutlich zu machen, welche Schätze wir haben, welche Landesmuseen wir haben, welche Einrichtungen wir haben, im Glauberg beispielsweise, in der Saalburg und so weiter. Herr Minister, und so fort. Ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Ich komme sofort zum Ende, verehrte Frau Präsidentin. Das ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Aber Sie haben recht, das ist mir bewusst. Das ist ein einziger Baustein in einem Baukasten, der aus vielen Bausteinen bewirkt für die Präsentation unserer Geschichte. Deswegen haben wir natürlich aus gutem Grund, um sie präsentieren zu können, unsere Schätze, auch die Mittel für die Bauunterhaltung des historischen Erbes ab 2018 erhoben und angehoben, und zwar natürlich zusätzlich zu den bereits vorhandenen Bauunterhaltungsmitteln. Und lassen Sie mich zu einem allerletzten Punkt kommen. Wir haben wirklich mit Erfolg die Weichen gestellt, Hessen zum Filmland zu machen. Seit dem Haushalt 2016 wird die Filmförderung
nämlich die Hessen Film und Medien GmbH, unter einem Dach gebündelt ab dem Jahr 2018. Und das freut mich sehr, ist neben dem Hessischen Rundfunk, der ein wichtiger und guter Partner ist bei der Filmförderung, auch das ZDF dabei sein. Auch das, finde ich, muss man hervorheben. Und zusammen mit den Zuwendungen des Hessischen Rundfunks und des ZDFs belaufen sich die Projektmittel mittlerweile auf insgesamt rund 8 Millionen €. Und auch da will ich den Fraktionen ein herzliches Dankeschön dafür sagen, dass wir sie um noch eine weitere Million aufstocken können. Das alles zeigt aus meiner Sicht sehr deutlich, dass diese Koalition mit diesem Doppelhaushalt, mit großer Entschlossenheit, mit großem Engagement und vor allem mit großer Energie die Weichen für die Zukunft dieses Bundeslandes stellt. Denn das ist ein Zukunftshaushalt, der hier möglich gemacht wird. Dafür will ich mich ausdrücklich beim Hessischen Landtag bedanken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Rhein. Da die Landesregierung vorhin ihre Redezeit ausgeschöpft hat, ist jetzt ein Zuwachs für die Opposition erfolgt von 4 Minuten und 60 Sekunden. Ja, fast 5 Minuten. Sie können auf 5 Minuten. So, ich würde gern dann Herrn Kollegen Grumbach das Wort geben, zum Einzelplan 15 noch einmal zu reden. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß ja, Herr Rhein, dass ich mit einer Werbeagentur mit angeschlossenen Ministerien zu tun habe. Aber das ist das Problem. Ich sage das jetzt einmal. Ich bin durchaus zu differenzierter Betrachtung der Haushalte in der Lage, wenn Sie das Maul nicht so aufreißen würden. Wenn Sie das Mittelmaß, wenn Sie das Mittelmaß. Herr Kollege Grumbach, ich bitte Sie doch, sich parlamentarisch zu verhalten. Wenn Sie solche Begriffe zu artikulieren würden, wenn sich das Mittelmaß nicht immer zur Superleistung erklären würde. Ich will Ihnen das, Sie haben ja zu Recht gesagt, ich bin hier ein bisschen für die Zahlen zuständig. Wenn ich Ihnen sagen würde, das Land Nordrhein-Westfalen ist vor Ihnen in den Hochschulausgaben, würde ich sagen, Sie haben einen Knall. Das Nordrhein-Westfalen ist größer und hat ein höheres Bruttoinlandsprodukt. Sehen Sie? Das ist genau der Punkt, warum Sie Ihre Zahlen nicht einfach so in die Luft pusten können, sondern sie einfach sagen müssen, relativ zu was? Einwohner, Bruttoinlandsprodukt, und beim reichen Bundesland haben Sie das Problem, dass Sie bestenfalls wirklich genau in der Mitte der deutschen Bundesländer liegen mit zwei anderen Bundesländern. Es sind Thüringen und das andere habe ich jetzt vergessen. Egal. So, erster Punkt. Also, Sie sind nur Mittelmaß. Der zweite Punkt ist, Sie begeistern sich immer über, Sie reden immer nur in absoluten Zahlen. Das machen Sie ja sehr bewusst, weil Sie völlig ausschalten, dass alle Bundesländer gemeinsam ihre Hochschulausgaben insgesamt fast verdoppelt haben. So, alle Bundesländer gemeinsam. Alle haben das Gleiche gemacht wie Sie. Ja, Sie haben einen kleinen Schnaps draufgelegt. Also, es ist nicht mein Problem, Ihnen das zuzugestehen. Nur diese Superleistung, die Sie unter anderem dadurch erzielt haben, dass Sie eine ganze Finanzgruppe, die nie im Wissenschaftshaushalt war, nämlich die Pensionslasten da schrittweise reingerechnet haben, das ist schlichter Beschiss in dieser, Ihrer Argumentation, und damit müssen Sie einfach leben. Doch. Und ich bin mit der Kollegin Wolff hier einverstanden. Ja, es ist gut, dass viele Sachen im kulturellen Bereich ausgebaut werden. Ja, es ist gut, aber der zentrale Punkt ist, an der Stelle, wenn Sie darüber reden, wie die Zukunft aussehen soll, und feststellen, dass eines der reichsten Länder nicht in der Lage ist, so viele Akademiker auszubilden, wie der Arbeitsmarkt braucht, der diesen Reichtum erwirtschaftet, dann ist etwas falsch gelaufen. Und ich würde meinen Job als Oppositionspolitiker verfehlen, wenn ich das nicht laut und deutlich sage, weil Sie selber merken es ja nicht einmal, obwohl die Statistik von der regierungseigenen Seite stammt. Und der zweite Punkt, ja, Hessen hat, ich finde Löwe völlig gut, aber Sie können nicht darüber hinausschauen, dass wir die Qualität von Hochschulbildung in einer Weise dabei sind, zu ruinieren, weil die Hochschulen alles getan haben, und zwar bevor sie von Ihnen das Geld gekriegt haben. Der große Ansturm fing an, da waren die großen Zuwächse noch nicht da. Alles getan haben, um die letzten sozusagen Studierenden aufzunehmen, die sie aufnehmen konnten. Was dazu geführt hat, dass sie inzwischen Betreuungsrelationen, jedenfalls auf der Professorenebene, darunter ist es ein bisschen komplizierter, weil da sehr viele kurzfristige Verträge sind, aber auf der, die schlicht für europäische Verhältnisse eine Katastrophe ist.
Und wir müssen uns mal darüber unterhalten. Und da bin ich überhaupt nicht auf dem Trip, zu sagen, da muss ich jetzt Opposition gegen Regierung spielen. Aber wenn wir eine Situation haben, dass der Durchschnitt aller europäischen Hochschulen etwa bei 37 Studierenden pro Professor liegt, und wir an der Uni Frankfurt, die alles getan hat, um so viele Studierende wie möglich aufzunehmen, inzwischen in den 90ern sind, mehr als das Doppelte, dann müsste Ihnen doch auffallen, dass diese Art von Lehre nicht wegzurationalisieren, indem Sie mehr Studierende an Computer setzen, sondern dass wir langfristig anfangen müssen, wenn die Zahl der Studierenden nur so bleibt, Schritt für Schritt dort etwas aufzubauen. Und das werden wir zusammen machen müssen. Ich verstehe ja, dass Sie im Jahr vor der Landtagswahl sozusagen alles positiv verkaufen müssen. Aber der Punkt ist, Probleme heute nicht zu benennen, bedeutet, sie morgen nicht lösen zu können. Und das ist der Weg der Hessischen Landesregierung. Vielen Dank, Herr Kollege Krumbach. – Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Minister, ich finde, gerade Ihre Rede hat ja wieder gezeigt, dass Sie schauen auf Schülerinnenzahlen, die dann irgendwann aus Ihrer Sicht mal kommen. Aber das zeigt, dass Sie überhaupt nicht langfristig planen, was auf die Hochschulen zukommt. Und wir haben ja jetzt schon die Situation, dass die Studierendenzahlen steigen ja kontinuierlich. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja gut so, dass die Studierendenzahlen steigen, weil es eine höhere Studierneigung gibt, weil Menschen die bestmögliche Ausbildung haben wollen und das eben auch an der Hochschule dort darin sehen. Und die müssen doch die Hochschulen jetzt ausreichend ausstatten, damit sie diese immer weitere steigende Zahl von Studierenden überhaupt aufnehmen kann. Und da haben wir an verschiedenen Stellen Probleme, nämlich personell, aber auch räumlich. Auch räumlich haben wir das Problem, dass die Hochschulen teilweise aus allen Nähten platzen, dass die Seminare teilweise ausgelagert werden müssen aus den Hochschulen, weil einfach kein Platz dazu da ist. Und das ist das Problem in der ganzen Bildungspolitik, dass die Landesregierung den Entwicklungen letztlich hinterherhechelt, dass man nicht genug Kita-Plätze schafft. Ja, und dass auf einmal, wenn dann der Rechtsanspruch da ist, man feststellt, ups, da fehlen ja Erzieherinnen und Erzieher. Dass man von der demografischen Rendite spricht und denkt, man müsse nicht mehr Lehrer einstellen und die Lehrer dann auch noch die Sommerferien über in die Arbeitslosigkeit schickt, um den Lehrerberuf möglichst unattraktiv zu machen, und auf einmal feststellt, ups, da fehlen ja jetzt Lehrer. Und das Problem haben wir an den Hochschulen auch, dass wir eine langfristige Planung brauchen, weil man eben nicht von einem Semester auf das andere dann alles verändern und so viel bewegen kann, meine Damen und Herren. Und das Problem ist ja nicht nur die Höhe der Mittel, über die wir reden. Die Höhe der Mittel ist das eine. Dazu hat Herr Kollege Krumbach ja auch einiges gesagt. Das Problematische ist ja auch die Vergabe der Mittel. Und das ist, was die Hochschulen ja in jedem Gespräch, das wir mit Ihnen haben im Ausschuss, immer wieder sagen, dass ein großer Teil der Mittel eben nicht langfristig planbar vergeben werden, sondern in Form von Drittmittelprojekten. Und jetzt haben Sie LOEWE einmal wieder mehr gelobt. Das Problem bei LOEWE ist doch, dass wir hier eine Vertrittmittelung haben. Das heißt, dass sogar öffentliche Mittel als Drittmittel vergeben werden. Und das Problem daran ist, dass die Hochschulen damit nicht langfristig planen können, weil sie immer neue Projektanträge stellen müssen. Und kurzfristige Projekte bedeutet kurzfristige Finanzierung, bedeutet kurzfristige Arbeitsverträge. Und das ist eine Ursache für die ganze ausufernde prekäre Beschäftigung an den Hochschulen, die dringend eingedämmt werden müsste. Und im Koalitionsvertrag, im schwarz-grünen Koalitionsvertrag haben Sie, ach Herr May, mit den Änderungsanträgen. Ich will Ihnen mal sagen, wir haben 98 Änderungsanträge gestellt als linke Fraktion, nur als linke Fraktion. Wie viele von denen haben Sie denn angenommen? Und ich sage Ihnen das mal so, in Ihrem Haushalt steht so viel Unsinn drin. Wenn wir jeden Unsinn aus dem Landeshaushalt raushaben wollten,
Da dürfen wir nicht 98 Änderungsanträge stellen. Da müssten wir ja 1.000 Änderungsanträge stellen. Ich sage es Ihnen einmal ans Grüne. Also, so viel Wald muss nicht dafür sterben, 1.000 Anträge auf Papier zu drucken, die Sie dann allesamt ablehnen. Deswegen haben wir einige Punkte beantragt. Einige Punkte beantragt. Das bedeutet nicht, Herr May, dass alles andere, was wir nicht beantragt haben, voll in Ordnung geht, sondern wir haben uns auf einen Teil beschränkt, in dem Wissen, dass Sie ja, Ihr Koalitionspartner hat einen Grundsatzbeschluss, nie einen Antrag der LINKEN zuzustimmen. Sie halten sich auch noch dran. Also von daher brauchen wir ja auch keine 1.000 Änderungsanträge zu stellen. So, und im Koalitionsvertrag, im schwarz-grünen Koalitionsvertrag ist ja das Problem der prekären Beschäftigung sogar erkannt. Aber es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Und wir sagen, Daueraufgaben müssen durch Dauerstellen erfüllt werden, auch weil die Leute den Hochschulen sonst verloren gehen. Junge Wissenschaftler gehen den Hochschulen verloren, wenn sie keine langfristigen Perspektiven haben. Es kann doch nicht sein, dass jemand irgendwann Mitte 30 ist, eine lange Ausbildung hat, sich von einem Vertrag zum nächsten hangelt, dass die Leute irgendwann sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ist doch verständlich, und da muss etwas passieren. Und ein Letztes noch herein. Das kann natürlich so nicht stehen bleiben. Ich meine, dass Sie jetzt auch noch in Ihrer Rede noch einmal Roland Koch erwähnen und dem danken für seine wissenschaftspolitischen Verfehlungen, das ist ja wirklich das Allerbeste. Also, ich will nur sagen, was Roland Koch wissenschaftspolitisch in diesem Land gemacht hat, war erstens, die Studiengebühren einzuführen. Diesen Irrtum haben wir glücklicherweise korrigiert. Und das Zweite, das ist nicht ganz so leicht zu korrigieren. Und das Zweite, was Herr Koch gemacht hat, Sie müssen zum Ende kommen. Das Zweite, was Herr Koch gemacht hat, das ist leider nicht so leicht zu korrigieren, ist, dass er das Universitätsklinikum Gießen-Marburg an Rhön AG verschabelt hat. Und deshalb, Kochs Bilanz ist sicher kein Grund zu feiern und ganz sicher kein Grund für Medaillen. Danke, Frau Kollegin Wissler. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir auch hier am Ende der Lesung des Einzelplan 15.